Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Happy Wheels. Wir spielen wieder eure Level und beginnen mit Bomadi von Der kleine Boss. Hey Moment andere, das ist mein zweites Level und ich hoffe es gefällt euch. Per Sorry, dass es so kurz ist. Okay, das ist mein zweites Level. Ich hoffe es gefällt euch. Genau, gleicher Text. Erstmal eine Harpune. Okay, es kommt ein Jetfall. Auch wunderbar geschafft. Oh, Minen. Die waren echt mies platziert. Die Minen. Das war nicht so einfach. Ihr solltet jetzt übrigens auch den Ingame-Sound mal wieder hören. Ich habe das so umgestellt, es müsste jetzt eigentlich... Also ich habe ihn recht leise gemacht, aber trotzdem, es müsste auf jeden Fall zu hören sein mal wieder. Beim ersten Mal ist Timmy irgendwie nicht abgerissen. Jetzt schon immer. Oh. Ich fast schon wieder gestorben, aber diesmal kommen die Minen. Überspringen wir. Und noch ein Ballfall. Z. Komm schon, wenn das Fahrrad jetzt im Weg ist, nee, ist es nicht. Wie hat es dir gefallen? Soll ich mehr machen? Ja, mach auf jeden Fall mehr. War ein ziemlich schönes Level. Neon ist ein bisschen langweilig, ansonsten. Ja, war gut. Mach auf jeden Fall mehr. Oh, die Orange von Nikari LP. Hey du, das ist mein erstes Level an dich. Reicht es übrigens auch das Atlas LP ein. Sorry, kein Problem. Ich mach doch auch an mehrere YouTuber. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Endscreen mit einer Frage ist vorhanden, bitte lesen. Liebe Grüße, deine Nicole. Klingt im Zusammenhang mit einem Mädchennamen so falsch. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Sieht aber echt cool aus hier. Dieser Anfang, das sieht schon ziemlich schön aus. Auch hier mit dem Farbverlauf gefällt mir echt gut. Man muss ja nicht immer so eine Wiese oder sowas designen. Sowas sieht auch richtig, richtig gut aus. Habe ich fast lieber als so eine Standardwiese. Hey Baum, das ist mein erstes Level für dich. Ich wollte mal deine Meinung hören, bevor das Atlas LP spielt. War ein sehr geiles Level. Sah sehr schön aus. War cool. Warum? Weil ich ein großer Fan deiner Level bin und mich immer über Kritik freue. Das ist sehr nett. Verfolge deine Happy Wheels Let's Plays übrigens erst seit heute. Kann man dir irgendwie auf Skype oder so schreiben. Am besten ist Twitter. Ich heiße auf Twitter @baum_hd. Ja. Bei Twitter, wenn jemand eine Frage hat, sagt... einfach Bescheid sagen, dann followe ich den auch und dann kann man auf Twitter schreiben. Bottle Run, machen wir weiter von Bauchklatscher. Hallo, alles steht im Level. Am Ende gibt's noch eine Frage. Replay liegt vor. Liebe Grüße, Bauchi. Scroll. Bomadi ist cool. Ist das nicht von woanders? Natürlich von Atlas, aber Bomadi ist cool. Klingt natürlich auch gut. Hallo, Bomi, du hast mein Impossible total weggeputzt. Da dachte ich mir, ich mache dir etwas Schwieriges. Bottle Run mit Segway Dude. Erst bald kommt mein erstes Designer-Level. Ich sitze schon seit zwei Wochen dran. Okay, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bottle Run mit dem Segway Dude ist natürlich... Wow. Okay, das könnte sich wirklich sehr schwierig gestalten. Ich probiere mal hier mit Shift nach vorne und nach rechts. Das sieht auch gut aus. Ah, ich habe es fast reingeschafft. Vielleicht am Anfang noch einen Sprung setzen. Komm schon. Oh. Okay, nee, das ist keine gute Idee, ein Sprung. Ja, das sieht doch gut aus, das sieht gut aus. Jawohl, haben wir es locker in den zweiten Boost geschafft. Bring ich jetzt ja auch mal, wie mit Segway fast kaputt geht, das ist richtig cool. Jawohl, hab's geschafft. Geil! Noch eine Frage, wie bewegt man ein Objekt langsam, so wie im Intro von Rotation 2 von Rampmann Bastard, habe ich schon mal gezeigt mit, Tutorial hieß, glaube ich, Texte einfliegen lassen oder sowas. Wenn man nur ein Texttool hat, dann geht's auch noch viel leichter, wie mir jemand geschrieben hat. Ich glaube, es war AceMe, bin mir nicht ganz sicher. Oder noch jemand anderes. Es waren zwei Leute, die es geschrieben haben. Einfach einen Trigger mit dem Text verbinden und dann kann man das Light einstellen und die Endposition einstellen. War ein cooles Level mit dem Segway Dude. Und zwar, es war ziemlich schwierig, musste erstmal den Trick rausfinden. Hat mir gut gefallen. Das war gutes Gameplay. Für einen Bottle Run echt stark. Auch mal ein bisschen anders mit dem Segway Dude. Machen wir die von XXX0Damage. XXX. Hey Baum, du bist wirklich einer der besten YouTuber, den ich gucke. Ich habe eine Frage an dich. Ich will ein Level für Paluten einreichen und habe ein Edgar und ein Paluten gebaut. Du musst mir sagen, wie du ihn findest. Deine Rechtschreibung finde ich auf jeden Fall echt geil. Ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass du nicht wirklich so recht schreibst, sondern dass das ein Troll ist.
Bewertung sagt doch nichts. Ich bin mal gespannt. Das kommt mir vor wie ein Troll. Ja. Mir kommt es immer noch vor wie ein Troll. Ich hoffe mal, es ist einer. Weil wenn nicht... Na gut, der Paluten, der sieht nicht aus wie ein Paluten. Das sieht nicht mal aus wie ein Mensch. Und Edgar ist einfach nur orange. Und ja, ich sag mal nichts weiter dazu. Ich hoffe mal, es ist ein Troll. Aber die von Kekskrafter Haber und das erste Design-Level. Viel Spaß. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Ich bewerte natürlich immer. Erster Eindruck. Sieht ziemlich schön aus, ja. Soll ein Busch sein, das kann man noch erkennen. Ich würde auf jeden Fall... bei einem Busch würde ich auf jeden Fall unten vielleicht so dieses Holz. Aber oben würde ich dann da Blätter drüber setzen und vielleicht ein paar andere Farben. Die Harpune habe ich... da bin ich ausgewichen, indem ich nochmal... Wow! Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Komm schon, Harpune. Okay, hat uns nicht getroffen. Mal gucken, ob die Aerogun... Das war mein eigener Fehler. Ich hätte normalerweise nie gesagt, dass Harpunen gefährlicher sind als Aeroguns, aber die hier ist echt krass. Okay. Wunderbar, der Victory. War für mich 4 Sterne wert. Weil... wenn man so ein Design-Level macht, es sieht schon sehr schön aus. Du hast dir auf jeden Fall Mühe gegeben, das sieht man. Das Problem dabei ist, Moment, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Level von Nikari LP gerade, dann kann man hier so ein kleines Problem sehen, was es heute so ein bisschen gibt. Also es ist einfach so, die Leute konzentrieren sich so darauf, wenn sie mich gucken. Ja, meine Level immer so schöne Wiese und so und es muss alles toll designt sein mit dem A-Tool, es muss nur das A-Tool sein, aber es stimmt gar nicht. Ich finde sowas schöner als so ein Standard Wiesengedöns. Also, klar, es ist natürlich auch schön, es ist nicht Kritik an dein Level, sondern allgemein. Wenn man einfach nur so grob eine Wiese designt und ein paar Bäume hinmacht, dein Level war trotzdem schön, hat mir gut gefallen, aber ja, es sind halt keine... Ach, ich kann das schlecht erklären. Auf jeden Fall habe ich dir jetzt nur 4 Sterne gegeben, wie du gesehen hast. Ja, ich kann es nicht wirklich erklären. Home von Blutsuppe machen wir weiter. Herbaum und andere, dieses Level war von der Gestaltung sehr aufwendig. Baut es jetzt ca. 11 Stunden. Okay, das ist auf jeden Fall krass. Wer das noch für das Atlas einreichen, viel Spaß. Okay. Wow, das sieht richtig geil aus. Wenn man so ein Standard-Wiesendesign macht... Dann ist es was ganz anderes. Und hier auch der Baum mit sehr feinen Schatten gearbeitet. Richtig, richtig gut. Der wirft's bestimmt auf mich. Okay, nee, scheinbar nicht. Wirft das noch? Nein, der wirft seine Axt nicht. Boah, jetzt muss ich da erstmal irgendwie... Das ist nicht ganz so einfach. Warten wir hier mal... Ich lehne mich ein bisschen nach vorne. Dann hat er nur Timmy erwischt. Die Mutti mit der Ananas. Die ist keine Gefahr. Schild Baum HD. Und... Oh, das müssen wir umkippen. Okay. Nein. Moment. Komm schon. Okay, jetzt rein in das Haus. Oh, cool. Jetzt weiß ich, warum es Home heißt. Hab mich am Anfang ein bisschen gewundert. Bild von einem blauen Baum. Jetzt Bild von einem grünen Baum. Der fällt bestimmt wieder runter. Nee, tut er gar nicht. Sieht schön aus, das Haus. Hast du dir echt viel Mühe gegeben? Das sieht man. Richtig cool, die Waschmaschine, die sich dreht. Autsch. Das war ein geiles Level. Also das sah echt gut aus. Es war halt am Anfang ein bisschen Rating drin, bisschen Gameplay drin. Und am Ende dann eher nicht mehr so, aber es war trotzdem sehr, sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen. Nochmal die kleine, aber feine Remake von X-Demon X. Kleine, aber feine YouTube. Hey, Baumi, das ist wieder ein Remake. Okay. Das ist ein Level. Ich habe Standardfarben gemacht, weil ich mich nicht so gut mit dem Editor auskenne. Sarkasmus, Ironie. Das meine ich so, dass das hier Palles Video ist und jemand dieses Level gegeben hat in Standardfarben. Guck den Titel. Wie oft denn noch? Ja, das Level kenne ich ja schon. Warum jetzt den Remake, weiß ich noch nicht genau. Ich fahre jetzt einfach mal hier durch und guck, ob da noch irgendwas Neues kommt. Ja, ich gehe jetzt wieder hier in 3D rein. Den Victory will ich noch nicht. Komm schon.
Kommt jetzt noch was Neues? Oder ist es nur das alte Game? Stopp! Wenn du runtergehst, ist noch ein Parcours. Das mache ich. Das ist also das Neue. Oh, was jetzt? Okay, jetzt muss ich hier runter. Wieder das Gleiche. Es fällt bestimmt runter. Okay, es löst sich einfach auf. Jetzt muss ich hier nach unten. Ah! Wie fandest du das Level? War immer noch cool. Jetzt sind wir wieder ins Level reingeplumpst. Mir hat irgendjemand geschrieben, sogar zwei Leute haben geschrieben, dieses Level hätte, kann man sich einfach downloaden mit diesem Paluten Standard Farm, mit diesem YouTube. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber wenn das stimmt, dann kriegst du einen Sternabzug. Ja, du hättest du reingeschrieben, du hast dieses Design übernommen. Ich weiß ja nicht, ob es übernommen ist, aber es hat mir jemand geschrieben. In den Kommentaren. Also, ich weiß es nicht. Ich gebe dir einfach mal vier. Ich bewerte jetzt einfach mal den neuen Parcours, der vorher noch nicht da war, weil der kann ja eigentlich nicht geklaut sein. Das war auf jeden Fall. Ja, der Parcours war recht kurz, war aber trotzdem, ist ja klein, aber fein. War trotzdem schön. Also das Level gefällt mir eigentlich trotzdem. Ich gebe dir trotzdem 5 Sterne, ich weiß es nicht mit dem geklaut. Sagen halt ein paar Leute, ich weiß es nicht. Machen wir den Bottle Run New von HD, Xero HD. Spiel. Mach ich. Bottle Run. Ich nehme an, Fahrrad Dude. Have fun. Idea by me. Sieht sehr geil aus, diese Blöcke. Oh, okay. Bottle Run nach unten. Das ist ja nice. Okay, geschafft. What? Was passiert jetzt? Nein. Jetzt fahre ich raus. Oh, ich lebe noch. Geil. Das ist richtig cool. Bottle Run nach unten und nach oben. Sowas hatte ich auch noch nicht. Das ist echt geil. Und vor allem diese Blöcke, die sehen auch richtig cool aus. Also, sowas ist eine richtig coole neue Idee. Jetzt bin ich leider runtergefallen. Die Boosts sind auch ein bisschen laut. Ich mache mal für dieses Level den Ton aus. Danach mache ich es wieder an. Weil ich dieses Boost-Geräusch einfach irgendwie nicht ertragen kann. So. Komm schon. Nein, das war nix. Noch ein Versuch. Ich versuche ein bisschen mit links, rechts zu bremsen, das bringt überhaupt nichts. Man muss schon versuchen, wie einen normalen Bottle ranzumachen. Komm schon. Jetzt drücke ich nach links durch, aber es geht trotzdem nicht. Wie habe ich es denn beim ersten Mal gemacht? Da hat es ja richtig gut funktioniert. Jetzt bei den Versuchen danach war das eher nicht so. War der Volk gekrönt. Okay, jetzt bin ich ein bisschen mit links rechts hier hochgeflogen. Komm schon, Bottle Run nach oben. Und da ist der Victory, wenn ich nicht so weit fliege. Jawohl. Das war doch mal ein cooles Level. Das hat mir echt gefallen. Hat man sogar noch den Schlusston des Victories gehört. Also so eine Idee, richtig, richtig geil. Hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Doodle Jump von Level von mir für euch. Hi, das ist mein zweites Level. Hoffe, es gefällt euch. Hoffe, dass ich alle Bugs gefunden habe. Fakt, 64 Trigger Tools. Nicht auf Rechtschreibfehler achten. 7000 Mal gespielt, klingt ja ganz gut. Ich glaube, das Level von Blutsuppe war auch ungefähr so oft gespielt. Oh, da ist es solide geworden. Komm schon. Man erkennt Doodle Jump auf jeden Fall gut wieder. Okay, auf den nächsten. Nach oben. Okay, da kann ich noch nicht drauf. Gehe ich erstmal nach rechts. Jawohl. Komm schon. Jetzt kann ich nach oben. Ich will mal gucken, was bei so einer zerbrechlichen Plattform passiert, wenn ich da drauf springe. Ich komme irgendwie nicht rückwärts. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, jetzt. Ich will mal gucken, was da passiert, wenn ich hier drauf springe. Aber jetzt falle ich komplett runter. Das war nicht so gut. Ich glaube, jetzt komme ich auch nicht mehr hoch, weil die solide sind. Ja. Ich restarte mal. Level gefällt mir auf jeden Fall trotzdem gut. Ist ein sehr schönes Level. Mit guter Idee dahinter. Es funktioniert auch bisher alles top. Hier muss ich zurück. Komm schon. Jawohl. Hier hat es auch wunderbar funktioniert mit dem Trigger, der es freest. Hier auch. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Nein, 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 nein. Nein. Okay, jetzt können wir es wieder vergessen.
Ach, das ist echt schade. Hallo, warum restartet es nicht? Okay, jetzt. Nach hinten. Jetzt mal einen anderen Weg. Zersplasht mir einfach meinen Kopf. Okay, das wird so nichts. Irgendwie. Ich mag den Pogo-Typen nicht. Irgendwie macht mir das nicht so viel Spaß, mit dem rumzuhüpfen. Aber trotzdem, Level gefällt mir trotzdem gut immer noch. Ist eine gute Idee. Komm schon, sieht auch schön aus. Gameplay ist stark. Aber ich mag den Pogo-Typen nicht. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber ist nicht so schlimm, dass du mir ein Pogo-Level einreißt. Ich mach's natürlich trotzdem. Und jetzt kann ich hier schon wieder nicht. Ich fall komplett runter. Das ist nervig, das ist richtig nervig. Replays bitte. Danke. Hey, das war scheinbar schon mal in den besten Leveln des Tages oder bei Playcount ganz oben, weil die Leute hier kenne ich, die sind immer da unterwegs und um schnellste Replays aufzustellen. Also bin ich mal gespannt, wie der das hier geschafft hat. Offenbar ziemlich schnell. Okay, das sind dann diese Pogo-Profis, da gibt es mehr als genug davon. So schnell ist das jetzt aber auch nicht. Hätte ich denen schon mehr zugetraut, ganz ehrlich. Aber gut. War ein sehr schönes Level, hat mir gut gefallen. War mir ein bisschen zu schwierig. Trotzdem 5 Sterne. So, ein Level schaffen wir noch. Die Pogo-Challenge von Reisen PvP. Hey Baum, danke für das Level, das du mir gebaut hast. Hier eine Revanche. Zwar nicht halb so gut, aber 3 Stunden stecken schon drin. Go, 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 Baumi. Okay, eine Pogo-Challenge. Okay, den müssen wir entwaffnen. Jetzt springen wir mal hier die Plusse hoch. Sieht schön aus. Und sind auch neue Ideen dabei hier mit den Plussen. Das habe ich so bisher noch nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall cool. Pogo-Fight ist ein bisschen Standard. Ist ja auch gut, dass es nur einer ist. Du hast auch schön mit Farbverläufen gearbeitet. Komm, 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 komm. Ach, da kommt mal irgendwie nicht rüber. So, Moment. Ich kann ja mal meine Pro-Skills anwenden. Mit dem Pogo-Stick. Und, na, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich kann den einfach nicht. Es gibt so Leute, die können dann einfach auf einer geraden Fläche mit dem Pogo-Stick sich so schnell fortbewegen, aber ich schüpfe einfach nur hoch und hoffe, dass ich irgendwie nach vorne komme. Es gibt Leute, also ich weiß eigentlich, wie es geht, aber das funktioniert irgendwie ziemlich schlecht. Also wenn man genau im Moment, in dem man abspringt, wenn man dann nach rechts drückt, dann fliegt er auch ziemlich weit nach rechts und dafür nicht so hoch. Guck mal, das hat ja schon gar nicht so schlecht funktioniert. Ich bin auf jeden Fall merklich nach rechts geflogen. Aber wie soll ich das denn schaffen? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Oh, vor allem, da ich mit dem Pogo-Dude auch extrem schlecht bin, wie ich schon häufiger erwähnt habe jetzt in dieser Folge. Ach, wie soll ich das denn schaffen? Ryzen PvP. Das ist das Problem an 20 Minuten Folgen. Manchmal wird man da echt gereizt, wenn die Level zu schwer sind. Mann. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie das Atlas LP. Bei dem ist es oft so, dass er manchmal bei seinen Folgen so richtig schwierige Level kriegt und es auch nicht so gut mit dem Pogo-Typen zum Beispiel. Oder auch manchmal bei anderen Leveln und ja, der sagt dann ungefähr so Sachen, wie ich gerade gesagt habe mit ja, Happy Wheels. Ist echt verdammt, aber gut. Wir müssen jetzt hier irgendwie noch drüber kommen. Ich gebe dir noch 2 Versuche. Ich weiß wirklich nicht, wie man das schaffen kann. Weil man kann hier von diesen Dingern ja nicht abspringen. Das geht einfach nicht. Der Pogo-Stick glitscht jedes Mal durch. Wie soll das denn gehen? Ich verstehe es nicht. Sag mir, wie das gehen soll, Pickaxe Polska. Als ob. Oh, das sind besagte Pogo-Pros am Werke. Genau das mit dem nach rechts drücken. Guckt euch das an. Sowas würde ich auch gerne können, kann ich aber nicht. Ich gucke mir nochmal dein Replay an.
wie man es als Normalsterblicher schaffen kann. Ich glaube, das Replay ist verbuggt. Kann das sein? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin ja wirklich gespannt, wie du hier drüber gekommen bist. Das geht nämlich eigentlich gar nicht. Okay, okay. Okay, Alter, das ist ja richtig schwierig. Das hätte ich nie im Leben geschafft. Also, das war... war schon ein bisschen arg schwierig. Was ist das hier jetzt für ein Ding? Oh. Hoho. Puh, das hätte ich nie im Leben geschafft. Aber trotzdem, war ein sehr schönes Level. Kriegst 5 Sterne von mir. Und das war's dann noch von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.